Hallo zusammen, da bin ich wieder, euer Gotti, und heute gibt es etwas ganz Besonderes. Und zwar eine Trainingsserie für die Arme. Alles rund ums Armtraining, und damit meine ich wirklich alles. Es ist eine so erschöpfende Serie, dass eigentlich nichts offen bleiben sollte. Diese Serie habe ich einst mal gemacht vor langer Zeit. 4, 5 Jahre ist es sicherlich schon her. Und damals sollte es als Produktreihe, als eine Art Webinar angeboten werden, konnte mich allerdings irgendwie nie so damit anfreunden und mit der Art, das loszuwerden. Und damals gab es noch so Programme von Karl S. und Co., die auch angeboten wurden. Und da muss ich sagen, im Vergleich dazu war das schon ziemlich weit fortgeschritten. Auch, dass ich mir ein bisschen mehr Mühe gegeben habe, als das Ganze nur mit dem Whiteboard zu machen. Deswegen freue ich mich unheimlich darauf, wie ihr auf diese Trainingsserie reagieren wird. Die nennt sich die Armbooster-Serie und richtet sich vor allem an die Leute, die mal so ein bisschen ihre Arme ein bisschen weiter boosten wollen, quasi wortwörtlich. Entweder weil sie eine Armschwäche haben oder sonst was. Deswegen schaut mal einfach rein. Ich werde eine kleine Introduction in jeder einzelnen Folge machen. Diese werden ab jetzt jeden Tag hochgeladen, sodass ihr diese insgesamt, glaube ich, 14 Folgen ziemlich schnell zusammen habt. Das hier ist nur die kleine Einleitung dafür. Jetzt bin ich gespannt, was ihr davon haltet. Jetzt gibt es nochmal die große Einleitung mit Folge 1 und ab da jeden Tag eine neue Episode. Also, ich bin sehr gespannt. Willkommen zum Armbooster-Programm. Wenn ihr zu denjenigen gehört, die ihren Armen gerne mal einen richtigen Schub verpassen wollt, im Wachstum, in der Ausformung und durch die Arme richtig auffallen wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Egal, ob ihr einfach die Armmuskulatur liebt und nach vorne bringen wollt, ob ihr nur die Armmuskulatur nach vorne bringen wollt, ob ihr glaubt, dass euer Bizeps zu klein ist oder dass euer Trizeps zu dünn ist oder ob ihr in möglichst schneller Zeit nur nochmal eure Arme nach vorne bringen wollt, um am Strand gut aufzufallen oder ob ihr generell nur ein wenig Armtraining machen wollt, um ein wenig maskuliner zu wirken, zu was auch immer ihr für eine Gruppe gehört. Dieser Armbooster beschäftigt sich genau mit dem Thema, wie ihr euren Bizeps und Trizeps brachial nach vorne bringen könnt. In möglichst kurzer Zeit große Erfolge, auch im Verhältnis zum Körper. Dazu gehen wir das Thema von allen Seiten an. Ich werde ganz kurz etwas über die Anatomie der Arme verlieren. Ja, ein wenig Theorieunterricht gehört dazu. Und ihr werdet sehen, genau dadurch kriegt ihr einen Sprung nach vorne. Wenn ihr alleine schon vom Geiste besser wisst, worum es sich dabei handelt, könnt ihr auch in Zukunft ganz ohne Personal Trainer euch selbstständig Trainingsmethoden ausdenken oder wisst genau, was ihr dort tut. Also, das Anatomiewissen ist ganz wichtig. Darum geht es. Außerdem reden wir auch über Wiederholungszahlen, Sätzen, den optimalen Trainingsplan für euch. Wir reden über verschiedene Methoden, eure Arme nach vorne zu bringen. Ob mit Körper, ob Körper im Haltemodus oder ob nur die Arme nach vorne gebracht werden. Wir reden darüber, wie ihr schnell und effizient trainieren könnt. Meinetwegen sogar den Bizeps mal reizen in nur einer Minute. Ja, auch nicht nur für Anfänger, sondern auch für Fortgeschrittene. Und wir gehen mal komplettes Bizeps- und Trizeps-Training durch. All das findet ihr jetzt in den nächsten Sendungen. Dabei wünsche ich euch natürlich viel Spaß und ich würde sagen, wir fangen sogar direkt an. Und zwar mit den drei Möglichkeiten, die grundsätzlich erst einmal besprochen werden müssen, bevor wir uns ins Abenteuer Arme stürzen. Die effizienteste Möglichkeit, euren Armen einen weiten Sprung nach vorne zu geben, im Gegensatz zum restlichen Oberkörper, ist es, sie isoliert zu trainieren. Nur noch die Arme. Egal, ob ihr zu den Leuten gehört, die meinen, dass die Armmuskulatur ein wenig hinter der Restmuskulatur zurückhinkt oder denen es ganz egal ist und die Arme stärker ausgeprägt haben möchten als den Rest. Ihr werdet die meisten Erfolge natürlich haben, indem ihr nur die Arme trainiert. Das bedeutet nicht, dass wir die besonders oft trainieren. Das bedeutet vor allem, dass wir uns viel Zeit an Regeneration für die restliche Muskulatur sparen. Denn normalerweise, wenn ihr alle Muskulaturen trainiert, ganz normal also, jede Muskulatur nach vorne bringt, habt ihr das Problem der Regenerationsbewältigung. Euer Körper muss damit zurechtkommen, dass ihr überall Baustellen habt. Und wir reden hier von gigantischen Baustellen. Wir reden hier von Baustellen eines Hochhauses wie dem Oberschenkel oder dem Rücken. Und das nimmt natürlich ganz viel Fähigkeit und Kapazität für die Kleinmuskulatur. Unter Umständen seid ihr sogar übertrainiert und deswegen entwickeln sich eure Arme nicht weiter. Der Rücken steht dem Bizeps im Weg, Brust und Schultern stehen dem Trizeps im Wege und generell ist euer zentrales Nervensystem und euer Körper so erschöpft, dass er einfach nicht bei allem nachkommt. Und damit stehen sich alle Muskulaturen im Wege. Im Prinzip haben wir nur eine bestimmte Regenerationsfähigkeit, ob als Naturaltrainierender oder auch als jemand, der zusätzlich noch Steroide, Anabolika dazu nimmt.
Auch der hat Regenerationsprobleme, nur wieder in seinem Verhältnis. Gerade diese Substanzen sorgen dafür, dass die Regeneration sich extrem verbessert. Und es geht um nichts mehr als Regeneration beim Bodybuilding. Wenn ihr euch das einmal vor Augen geführt habt, findet ihr vielleicht auch leichter eure Methode. Natürlich ist es schade, wenn ihr den Rest nicht mehr mittrainieren könnt, aber habt ihr sowieso nur das Ziel, die Arme nach vorne zu bringen oder ist euch der Rest auch egal, seid ihr hiermit am besten bedient. Es sei nur gesagt, die effizienteste Methode, Bizeps und Trizeps maximal in kurzer Zeit nach vorne zu bringen, ist es, nur Bizeps und Trizeps zu trainieren. Die zweite Möglichkeit ist ein guter Kompromiss. Für all diejenigen, die vor allem an ihrer Symmetrie arbeiten möchten, die können den Rest in einer Art Haltemodus trainieren. Das bedeutet, dass Brust, Rücken, Beine und auch Schultern so trainiert werden, im Gegensatz zu dem, wie ihr es sonst macht, dass kein großer Wachstumsreiz gesetzt wird. Beim Training werden wir nicht mehr bis zum Letzten gehen und damit unsere Regeneration natürlich auch wieder extrem fordern, sondern wir trainieren den Muskel gerade so, dass wir ihm mehr oder weniger zeigen, hey, du wirst noch benutzt, du wirst noch gebraucht, aber wir brauchen nicht mehr von dir. Der Muskel wird also nicht dazu veranlasst, unter Umständen weiter nach vorne zu gehen, sprich mehr Kraft aufzubauen und mehr Masse zu gewinnen, sondern die Masse, die wir haben, wird genutzt und wir versuchen damit eben katabole Prozesse zu verhindern. Das machen wir auch mit der Ernährung. Und nur die Arme trainieren wir so, dass wir einen Reiz setzen, der zum Wachstum anregt. Das ist die zweite Möglichkeit. Und die dritte ist natürlich ein ganz normales Training. Wir reizen jeden Muskel, wir machen ganz normal weiter in unserem Bodybuilding-Plan, aber wir setzen minimale Prioritäten, um zu schauen, ob wir aus den Armen noch etwas mehr rausholen können. Das machen wir dann vor allem mit Hilfe des Trainingsplans und der Gestaltung des Trainingsplans. Auch darüber werden wir hier einiges erfahren. Für alle drei Methoden bietet diese Serie etwas. Und haben wir uns einmal für eine Methode entschieden, und das könnt nur ihr, das kann ich euch gar nicht abnehmen, denn es geht hier nach euren Zielen, dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Im nächsten Video reden wir dann darüber, wie oft wir die Arme trainieren werden, wie wir das genau machen und welche Vor- und Nachteile das mit sich bringt, wenn wir nach einer dieser drei Methoden trainieren. Bleibt dran, viel Spaß bei der Serie und bis zur nächsten Sendung. So, das war es auch schon für die erste Folge. Die nächste findet ihr direkt hier im Anschluss und könnt euch sofort weiterklicken. Es wird auch in der ganzen Playlist sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, egal ob es 4-5 Jahre her war oder nicht, lasst mir einen Daumen da. Vor allem, weil mir das auch zeigen würde, wir brauchen mal eine Trainingsserie zu anderen Körperteilen. Rücken, Beine, zu den richtig anspruchsvollen Körperteilen. Also lasst es mich wissen, was ihr darüber denkt. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, vor allem von der Armbooster-Serie, 14 Folgen hintereinander, abonniert den Kanal. Ich freue mich drauf. Bis bald, euer Gotti.